Lee, wake up. Please don't be dead. Please, no. Lee, I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. But no. They didn't get to you, right? No. Well, we got away. They're dead, for sure. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through them. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Two. Three. Mit einem Arm geht's schlecht, Lee, ne? Okay, das kriegen wir nicht. See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. Nein, die macht's nicht mehr lang, das sehe ich schon kommen. Goalie! Und was ist eigentlich mit meinem Stream los? Der zeigt mir an, dass er irgendwie buffert, aber. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. Ist okay. I thought I was helping by bringing you in here. You've just learned to never let yourself get trapped. Okay? I won't. We'll get out of here. And just don't do it again. Okay, I won't. Keep going. We're almost there. Get up, Lee. The door is right here. Versuch's. Ich komme aber nicht hoch. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Ich bin schon eine halbe Leiche, so wie ich aussehe. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Clem, I will. You know what you have to do. No, I can't. There's no way. We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. Ah. There's a chair over there. There's a chair over there. Keep pulling. It might give.
That window, just regular glass. Ah, da ist was. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Hau da drauf. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Öffne die Tür. Ganz vorsichtig, Kleines. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with it. Trapped over there. If you're careful, you get what you need from him. The keys, and then the gun. Yeah, the keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. But what should I get first? Get the gun, Clem. Always the gun. Get him! Get him! Kill it! You have to kill it! Und watch out! Au! Immer feste drauf. Matsch. Also richtig Matsch. I did it. I got him. Kommt der traurige Teil. Ach, ich kann da nicht hinsehen. Hey. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. That means nothing. See bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweetie. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one
think you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Back in Macon, honey, I had to kill my brother after he turned. I didn't know that. It was terrible, sweetie. You just have to do it. I know you can. But... I hated seeing him like one of them. And I don't want you to see me like that. And I don't want to hurt you. Please, Clem. Okay, Lee. I can do it. I can. Vine told me that Krista, they're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. And always keep moving. You're gonna want to find some place like the motor inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. And also... What? What is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Diese Szene hat mich auf jeden Fall jedes Mal. Oh, es ist okay, Verzweiflung. Lies Arm entfernt. Du und 62% der Spieler haben deinen Arm entfernt. Konsequenzen. Beherrschung verloren. Du und 34% der Spieler haben ruhig mit Kenny diskutiert. Entwaffnet, Waffen aufgegeben. Du und 19% der Spieler haben da etwas gegriffen. Fremder. Clementines Entführer getötet. Du und 65% der Spieler haben Clem den Fremden töten lassen. Was? Es geht auch anders? What? Abschied. Lies Wandlung gestoppt. Du und 60% der Spieler haben Lee sich nicht verwandeln lassen. Da benutzen die 100% den Google-Übersetzer, weil not turned heißt nicht wandeln. Aber in der deutschen Grammatik heißt es sich nicht verwandeln lassen oder so. Also denke ich mal. Telltale, naja. So. Du bist in Crawford für Ben eingestanden. Ben stürzte in einer Gasse
in Savannah in den Tod. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Sie wurde von Lilly getötet. Du hast ihr zugestimmt, den anderen von deiner Vergangenheit zu erzählen. Du hast sie an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Du hast ihr deinen Biss gezeigt. Du hast ihr und Omid gesagt, sie sollen dich am Zug treffen. Du hast sie und Omid gebeten, für Clem eine Familie zu finden. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Sein Vater erschoss ihn, bevor er sich wandelte. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Du hast seinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast ihm von deiner Vergangenheit erzählt. Du hast ihn aufgefordert, seinen Sohn zu töten. Alter, nur deswegen habe ich wahrscheinlich mich nicht so gut mit ihm verstanden. Er starb beim Versuch, Ben zu retten. Er starb beim Versuch. Mhm. Er starb also. Na, dann lassen wir das mal so gelten, dass er starb. Du wolltest ihr im Hotel etwas zu essen geben. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es gebrauchte. Sie erschoss sich angesichts dem Tod ihres Sohnes. Ja, so egoistisch kann man sein. Lieber sich selbst erschießen. Das hat der Sohn noch mitbekommen. Klar, sowas macht man dann natürlich auch. Du hast versucht, ihn wiederzubeleben. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Du warst auf ihrer Seite, als Dinge verschwanden. Du hast dich entschieden, ihr deine Vergangenheit anzuvertrauen. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Ihr wurdet Freunde, weil ihr euch beide für die Geschichte der USA interessiert. Du hast ihnen geholfen, auf den Zug zu kommen. Da sieht man wieder, dass die deutsche Übersetzung irgendwie ja nicht dahin passt, wo die englische Übersetzung ist. Das ist englische Übersetzung ist schon. Der englische Text steht. Du hast ihm geholfen, auf den Zug zu kommen. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Und damit endet The Walking Dead. Die Zeit wird knapp. Und generell The Walking Dead. Ich denke aber mal, dass ich morgen erst wieder aufnehmen werde. So we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the Credits lassen durchlaufen. Also so schön wie diese Geschichte erzählt wurde, das schafft kein Nachfolger. Also hätten sie schaffen können, aber ich glaube dem viel nicht mehr so. Geile Sache, Alter. Das meiste so. Deswegen habe ich auch Angst, dass The Last of Us 2 genauso The Last of Us 1 lebte zum Beispiel auch von der genialen Story. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich werde auf jeden Fall The Last of Us 1 nochmal streamen. Wahrscheinlich erst nach der The Walking Dead-Reihe. Morgen schon so Walking Dead 2 streamen. Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt wegen der Szene von vorhin. Ein grandioses Spiel. Kann ich jedem mal Nachfolger muss man nicht unbedingt haben. Generell die Telltale-Spiele nach diesem Teil sind einfach nur noch Geldmacherei. Man merkt das schon im dritten Teil von The Walking Dead. Wenig Inhalt für das gleiche Geld. Weil ich sehe ja jetzt schon auch die Let's Plays von Sarazza und von anderen, die etwas Unbekannten sogar. Und da haben die gerade mal
Drittel von dem, was ich hier gebraucht habe an Parts. Und sind ja schon bei Episode 4. Das heißt, das Spiel hier, The Walking Dead, ist dreimal so lang wie der dritte Teil. Finde ich irgendwie nicht verständlich, warum eigentlich der dritte Teil so kurz ist. Also ich glaube, die haben einfach irgendwie nichts. Also mir ist nicht viel eingefallen. Der zweite Teil, der hält einem ja auch schon lange auf, von daher wird er uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen beschäftigen. Und das war's dann auch? Okay, ich verabschiede mich. Sag danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Sveneta.